Leute, herzlich willkommen zurück zu Mountain Mail Warband Nord Invasion. Oh, da komme ich ja genau richtig. Wave 3 Preparation. Und ja, wie gesagt, tut mir leid, dass zurzeit nur Nord Invasion kommt. Mir ist ausgesehen, meine letzte Aufnahme von einem neuen Projekt ist abgekackt. Und zwar von jeder Mod der Zwergenkampagne. Das tut mir sehr leid. Ah, das klingt mir alles eigentlich ein bisschen laut, aber so vom Kampfsound. Deswegen werde ich den doch mal ein bisschen leiser stellen, die Soundlautstärke. So. Okay, gut. Kann ich jetzt hoffentlich besser mit euch reden. Wenn dessen die hier alle. Ist der Sound momentan laut auf meinen Ohren? Gehen wir davon weg. So. Währenddessen wir. Tim, sein Genack sieht ja komisch aus. Ja, Neptun hat mich gerade angeschrieben, weil ich mir jetzt alle restlichen DLCs für Rupanisales 4 holen will, dass ich davon auch mal anständig aktuelle Let's Plays machen kann. Zu den Mods. Hab mich immer gestört, weil die Patch, das ist dann auch nicht so das Wahre, wenn du spielst. Habe ich jetzt auch schon während neue 4 Singleplayer gemerkt. Ich glaube, das muss ja auch noch gehen. Was ist denn mit mir heute los? Moment. Während des Euphia Vanilla Spielens. Und ja. Dann habe ich natürlich auch keinen Bock mehr auf Mods und alles, wenn das ganze Zeug schon nicht klappt. Ist, glaube ich, irgendwie verständlich. Mensch, was ist denn mit mir los? Was ist mit dem Kerl los? Aber sie macht ja denn nichts. Ja. Und Viking Conquest, ich muss zugeben, ich warte gerade auf einen gewissen Moment, wo ich Bock habe, ein bisschen weiterzumachen, weil ich gerade ein bisschen planlos bin in dem Let's Play. Hyrule to the War wird, entweder Hyrule to the War oder Sword Age to the War wird auch wiederkommen. Noch nicht ganz sicher wann. Ich kann es bloß ankündigen, aber nicht genau die Zeit. Ich halte mich da wie jeder Affen. Ich sage immer wieder, es wird kommen, aber ich verschieb's. Einfach bloß, ich weiß nicht weshalb. Ich mir zurzeit so schwer mit Aufnehmen tun gemacht. Ich tue zurzeit alles machen, außer Aufnehmen, also am Computer. Ich zock sehr viel Chivalry zurzeit, aber ich weiß nicht, das ist für mich jetzt nicht so sehr das Aufnehmensspiel. Auch spiele ich zurzeit Oi. Sind nicht viel noch mit meinen Freunden. Genau, stimmt ja, wir haben ja versucht, den Garrus Mod Server mal zum Laufen zu bringen, aber Mr. sagt Dave und Bumba haben es versucht. Da hatte ich schon Hoffnungen, ja, wir können jetzt endlich wieder anständig Garrus Mod aufnehmen, TDT. Aber leider, ja, es ist nicht ihre Schuld, es ist halt einfach bloß, es ist anscheinend schwer, einen Garrus Mod Server aufzusetzen. Ich selbst habe das noch nie gemacht, deswegen kann ich absolut keine Beurteilung dazu abgeben, kann auch überhaupt nicht sagen, ja, die sind irgendwelche Idioten oder so, die können das nicht, kann ich nicht sagen, weil ganz ehrlich, ich könnte es auch nicht besser. Ich kann Minecraft Server kann ich aufsetzen als mögliche, aber Garrus Mod kann ich auch nicht, da muss ich schon sagen, naja, also da würde ich wahrscheinlich genauso planlos dort stehen wie die, nicht wahrscheinlich, es wäre so. Und huch, greifst du mich etwa an? Dafür stirbst du. Attacke. Und ja, huch. Da ist gerade meine Maus hingeblieben. Mal wieder. Obwohl ich sie bewegt habe, es wird ja immer schlimmer, Mensch. Das geht mir ja so auf den Sack. Komm, stirb einfach, danke. Ich bin der Zuckerrohr. Und ich werde niemals verlieren. Und jetzt, wo ich gerade eine Aufnahmesession von einer Stunde so starten will, fangt natürlich an, meine Nase zuzulaufen. Ich fange an, gähnen zu müssen. Weiß Gott warum. Ein neues Schild. Was ist denn da für eine Waffe? Nein! Lass ihn am Leben! Lass ihn am Leben! Ich lass ihn nicht sterben! Ich lass ihn nicht sterben! Ich habe verhindert, dass dieser Mensch, wer auch immer ist, Raru. Raru, du durftest nicht sterben. Du bist mein Vater. Nein, natürlich nicht. Mein Gott. Kannst du bitte deine Kate nach hinten bringen? Komm schon.
Tu, was ich dir auftrage. Tu, was ich dir auftrage. Ich hab dich gerettet. Zwinker, zwinker. Ach ja, Ja, Nordinvasion. Wie schon gesagt, ich zock's halt gerade im bloß noch während der Aufnahme. Weil immer nicht dazu kommt, Nordinvasion zu zocken. Und gerade Bock hab, denke ich mir, komm, kannst du auch aufnehmen. Das ist, glaube ich, so das einzigste Spiel, wo ich das großartig tue. Und oh. Claymore. Ich bin der Zuckerrohr mit dem fetten Schwert gegen Berserker. Oh mein Gott. Muss ich jetzt etwa eine ganze Welle Berserker alleine abwehren? Ihr Schweine, ihr lasst mich einfach so alleine hier zurück. Gegen diese Gefahr kämpfen. Und es ist wirklich eine große Gefahr. Das. Nein, die kommt von hinten. Muss runter. Komm schon, bitte, lass mich fallen. Nein. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass die von hinten kommen können. Wo sind denn meine ganzen Verbündeten? Der Server ist ja ziemlich leer auf einmal. Ja, sehr schön. Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Nordberserker sind eigentlich überhaupt kein Problem, aus dem Grund. Sie haben keine Rüstung, die machst du so schnell down, aber wenn sie dich halt umrunden und dann mit ihren Äxten treffen, dann bist du halt einfach am Arsch. Ich sag's mal so, ist das. Da kann selbst der erfahrenste Spieler nichts ausrüsten, wenn Berserker sich alle um ihn umstellen und... Da seht ihr sogar der hier mit seiner fetten Rüstung. Wenn die den zu oft treffen, geht er down. Ich glaube, der hat dann auch ein, zwei Hits ausgehalten da. Da oben stehen noch die Berserker und wissen nicht, was sie tun sollen. Ey, warum sind wir überhaupt hier? Keine Ahnung. Lass uns einfach mal hier umstellen. Okay. Ja. Und das ist typisch Schlepptun, kommt genau an, währenddessen ich anfange aufzunehmen, redet er mit mir über das neue Update. Denn mit Eldorado kommt ja auch ein Nation Designer mit dazu. Ich muss ehrlich zugeben, ich kann noch nichts Richtiges darunter vorstellen. Ich bin mal gespannt, wie er ist und so. Der Nation Designer, den kann man leider nicht in der normalen Updates einsetzen. Aber nun gut. Adler ist noch online. Ich habe gerade überlegt, ob ich nicht jetzt bloß eine Aufnahme mache, das dann schnell hochlage und mit ihm schnell online ein bisschen zocke, um zu schauen, wie der Nation Designer funktioniert. Aber... Nein, da können wir warten, bis das LBT wieder startet. Und... wie schön, meine Mutter... Kann mal wieder nicht leise sein, sondern muss rumschreien. Typisch. Typisch Mutter, einfach. Bloß weil hier irgendwas mit meinem Bruder nicht passt. Oh mein Gott, er wird sterben. Er wird sterben. Rettet ihn. Rettet ihn. Du weißt schon, dass die Berserker schneller sind als du normalerweise, wenn sie hier dumm anstellen würden. Na ja, gut, die sind. Meistens sind sie One-Hit down, aber. Oh mein Gott. Nein, nicht sterben. Oh ja, die haben der hat den Schwachen anvisiert. Oh mein Gott. Sehr gut. Ich habe das bloß 10 Minuten gebraucht, um ein paar Nordberserker niederzumachen. Finde ich geil, wenn das nicht da oben stand und alleine gegen ihn kämpfen musste. Was ich auch an Chivalry ganz geil finde, ist eigentlich, die Leichen bleiben liegen. Du hast einfach irgendwann mal ein riesiges Leichenfeld, über das du drüber läufst. Ja, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Also, dass ich ständig so gähnen muss. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich mir vielleicht auch mal einen neuen Charakter zulege, der auch ein Speerwerfer ist, aber... Nee, ich möchte eigentlich meinen Charakter jetzt hier leveln. Der Plan fürs Let's Play war ja eigentlich damals mit Mike, dass wir beide nochmal neu anfangen und von Grund auf eine Charakterentwicklung zeigen. Jedoch haben wir zurückgeändert, wie es war, als wir am Anfang gelevelt haben, und das wäre doch eher langweilig, wenn wir die ganze Zeit dahinter gestanden wären und... schon gegen sowas wie an Huntsman nicht durch die Rüstung durchgekommen wären. Deswegen machen wir das so. Und ja, ich muss sagen, ich habe relativ mal Spaß noch beim Nordinvasion zocken. Ich hoffe, ihr habt noch Spaß beim Zusehen. Das hofft man ja immer. Ich muss auch mal heute Abend vielleicht mal einen neuen Mountain Blade Online-Part, wo ich etwas dann verlinken werde zu dem neuen Development-Blog von... Talesword für Bannerlord 2. Ja, es gab einen neuen Development-Blog, den ich mir natürlich überflogen habe. Den werde ich mir heute Abend nochmal genauer durchlesen. Zusammen mit dem lieben Mike, und dann werde ich ein bisschen darüber reden. Es ist nur ein Geheimnis, was es ist. Ich versuche es hochzuladen, sodass ihr es dann noch heute Abend seht. Der Online-Part wird dann wahrscheinlich an dem Tag, wo der hier rausgekommen ist, am nächsten Tag wird erscheinen. Das ist dann der Samstag, also morgen. Erscheint dann der. Hoffentlich der Online-Part, wenn der Mike mitspielt. Ich
Es ist saublöd, wenn die Respawn-Waves da hinten kommen. Also ich mag das nicht. Ich meine, es ist relativ gut, wenn es über so eine enge Distanz ist. Könntest du theoretisch dich hier mit zwei Schildern ein bisschen verbarrikadieren. Alle könnten mit ihren Armbrüsten reinschießen und so. Schön wär's, aber wir sind immer nicht gut Leute dafür. Das könnte doch relativ eng werden. Finden wir erstmal nicht. Kommt schon, ihr schafft die Skirmwelle. Ich überlege gerade, ob ich nach der Skirmwelle cutte und dann. Oder ob ich bis zur Soldatenwelle mache. Oder ist das überhaupt die Soldaten? Mit den Nordkommander. Ich weiß ja immer mehr die Wellennamen auswendig, das ist ganz peinlich. Ich weiß, dass es die Nord-Pikeman gibt. Das ist die vorletzte Welle. Und dann gibt es die Rollmuskals, die auch nackt erscheinen können. Die haben aber auch so schon mordsmäßig viel Leben. Naja, die Skirms mit dem werden sie ja locker fertig, wie man sieht. Hoffe ich zumindest. Naja, dass ich jetzt zu viel verspreche. Diese Maus, das kotzt mich so an. Jetzt jemand von euch sich. Nein, oder? In den Tod gestürzt. Es gibt doch nichts Schlimmeres. Jetzt sind sie noch zu zweit. Gegen Skirms, die sich nicht raustrauen, weil sie die ganze Zeit bloß mit irgendwelchen Sachen werfen. Jawohl. Wirf, Schlampe, wirf. Wo ist denn der da? Da ist er. Ah, der wird sich neue Munition holen, vermute ich mal. Ja, doch tut er. Und weiterhin gegen den Skirm. Ah, jetzt sind die Skirms gut draußen. Da kann man jetzt gut kämpfen. Das Problem ist bloß, ich habe das Gefühl, dass dieser Kerl zu dumm war, sich mal seine Nahkampfwaffe zu nehmen. Wieso ist das? Ich bleue ja das Shield da. Steve, dein Tod war so unnötig. Der war so unnötig, der Tod. Das gibt's ja gar nicht. Was mich auch interessieren würde, würdet ihr mich lieber. Ich habe jetzt ungefähr auf 58% mein Mikrofonpegel stehen. Da hört man kein Rauschen, das ist das Schöne daran. Jedoch, falls euch das Rauschen nicht stören sollte, es in der letzten Not in welchen Folge geherrscht hat und ihr mich lieber laut haben wollt, dann schreibt mir das doch auch in den Kommentaren. Ich weiß, wo meine Abonnenten sind. Abonnenten, Zuschauer, etc. sind sehr kommentararm. Aber wer weiß, vielleicht bessert ihr euch da nochmal. Ich liebe es einfach, Kommentare zu lesen, auch wenn ich öfters mal nicht drauf antworte, weil ich mir denke, ich antworte das nächste Mal drauf und dann vergesse ich es absolut. Ja. Und nun ja, zu dem Thema. Wie schon gesagt, spielen wir den Zuckerrohr. Ich habe jetzt ganz vergessen, auf Twitter irgendwie mal zu schreiben. Bob Bob Nord Invasion Aufnahme oder sowas. Mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, ob mir irgendwelche Leute auf Twitter von euch schon folgen. Da habe ich keine. Hä? Backt der immer wieder zurück? Ja. Hä? Hab ich einen riesen Ping? Nein. Hä? What the fuck is with this gear? Also das ist jetzt wirklich gruselig. Just kill him. Kill him. Dum dum da dum da dum. So. Komm schon, töte ihn. Und mit diesem Kill werde ich mich jetzt von Mom Black Bob und Nord Invasion verabschieden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.